Ja, wir befinden uns hier jetzt einmal nicht in Photoshop, wie Sie sicherlich sofort erkannt haben, sondern wir befinden uns hier auf der Seite CG Textures. Hier auf dieser Seite gibt es das, was wir für unser nächstes Bild benötigen, und zwar kostenlos, Feuer. Sie müssen dazu nur Member werden, können sich hier anmelden. Das Ganze ist kostenlos und Sie können hier dann 15 MB Texturen pro Tag laden. Sie dürfen diese Sachen auch kommerziell verwenden. Wenn Sie mehr laden wollen, dann wird es allerdings kostenpflichtig. Das kostet dann so um die 70 Euro im Jahr und dann können Sie 100 MB pro Tag laden. Hier gibt es jede Menge Flammen, wie Sie sehen, und verschiedenste Flammensets. Jedes dieser Sets beinhaltet auch, wie Sie hier sehen, verschiedene Auflösungen. Von klein bis ganz riesengroß. Bei manchen Sachen existiert die ganz große Größe nicht. Wie gesagt, Sie dürfen das auch kommerziell nutzen. Die Seite CG Textures. Sie können natürlich auch selbst Feuer fotografieren. Auch das ist natürlich erlaubt. Ja, hier haben wir das Bild schon mal so weit vorbereitet, dass Sie hier loslegen können mit Feuer einfügen. Sie haben hier das Grundbild und schon ein paar Ebenen Feuer eingefügt. Und ich zeige Ihnen, wie es jetzt hier weitergeht. Und zwar habe ich mir hier einige Flammen heruntergeladen. Sie sehen, das ist hier mein Flammenordner. Und ich nehme mir hier jetzt einmal einfach eine Flamme heraus, die ich hier als Feuerfontäne sozusagen einfügen möchte. Nehme mir hier diese Flamme, ziehe sie hier direkt über mein Bild und schaue mal, wo liegt das Ganze. Es liegt nämlich immer dort, wo ich gerade vorhin sozusagen die Ebene angewählt habe. Ja, hier ganz oben liegt es. Drücke mal die Eingabetaste, dann ist das hier einmal definiert. Sie sehen, durch das, dass ich das hier aus dem Finder hereingezogen habe, ist das Ganze ein Smart-Objekt. Das heißt, ich kann hier die Größe verändern, wie ich will. Und auch wenn ich es dann wieder größer mache, bleibt es natürlich in der gleichen Qualität erhalten. So, das brauche ich aber nur am Anfang. Ich nehme hier mal den Modus negativ multiplizieren. Damit ich hier keine Ränder habe, weil das Schwarz vielleicht rundherum nicht ganz schwarz ist, bediene ich mich hier einer Tonwertkorrektur. Die funktioniert aber erst dann, wenn die Ebene gerastert ist. So, Tonwertkorrektur. Und nehme hier die Schwarzwertpipette und klicke mich hier mal direkt drauf. Und Sie sehen, dann wird das Schwarz wirklich 100% transparent. Ich kann mir hier so eine Flammenfontäne jetzt einfach bewegen. Sag zum Beispiel hier beim Bein möchte ich das Ganze haben. Und kann das hier direkt draufsetzen. Und habe dann ein brennendes Bein. So. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich, dann ein bisschen mehr Interaktion zu schaffen. Nehmen wir hier mal eine weitere Flamme. Nehmen wir zum Beispiel jetzt hier diese Flamme. Gleiches Spiel noch einmal. Einsetzen. Negativ multiplizieren. Bildkorrekturen verwenden wir hier dann bei dieser Flamme auch wieder natürlich. Bildkorrekturen, wie Sie sehen, geht nicht. Sie sehen, hier leuchtet nichts auf. Deshalb Ebene rastern. Und dann sehen Sie, es leuchtet auf. Ich vergesse das auch immer wieder und muss dann halt immer dazwischen rastern. Hier wieder mit der Schwarzwertpipette hineinpipettieren und fertig. Kann jetzt auch diese Flamme hier ziehen, die passt mir aber jetzt nicht genau. Was kann ich hier machen? Ich verwende hier mal einfach ein Formgitter. Klicke ich auf das Formgitter, habe ich hier das Gitter. Dieses Gitter stört mich ein bisschen in der Orientierung, weil es das Bild überlagert. Deshalb nehme ich hier mal Steuerung H. Und schon ist das Gitter ausgeblendet. Ich setze mir hier meinen ersten Punkt, zoome mich hier mal hinein, setze hier den nächsten Punkt und kann so direkt diese Flammenfontäne hier an das Bild anpassen und nach meinen Wünschen einfach verkrümmen. Wenn ich damit fertig bin, mir das gefällt, drücke ich einfach die Eingabetaste und schon brennt das Model auch hier hinten. So, wenn ich jetzt hier zum Beispiel diese Flamme etwas dunkler gestalten will, mache ich mir ein Duplikat, lege dieses Duplikat in den Modus ineinander kopieren, dann wird es dunkler. Nachteil ist, ich sehe hier den schwarzen Rand. Das will ich natürlich nicht, darum muss ich mir das ausblenden. Wie kann ich mir schwarz ausblenden? Ich doppelklicke hier und komme ins Ebenenstilfenster. Und Sie wissen ja, mit diesen Schiebereglern kann man hier blenden. Muss man nur anschauen, dass Sie es auch sehen. Jetzt sehen Sie es hier. Mit gedrückter Alt-Taste bewege ich nur den vorderen Teil und blende so die Schwarzwerte aus. Somit bleibt mir nur das Feuer übrig und ich habe dann gemischtes Feuer. Feuer von negativ multiplizieren und darüber das soeben mit ineinander kopieren freigestellte.
kann man natürlich auch noch ein drittes Duplikat machen und das zum Beispiel mit dem Gaußschen Weichzeichner hier einfach etwas weich gestalten. Sie sehen, wenn Sie es dreimal kombinieren und hier weichzeichnen, dann haben Sie hier noch mehr Leuchtkraft. Das ist eine zweite Möglichkeit, Flammenfontänen zu integrieren. Sie brauchen dann natürlich pro Fontäne mehrere Ebenen. Damit Sie die Übersicht behalten, können Sie diese auswählen und mit STRG G in eine Gruppe zusammenfügen. Nennen wir diese mal Feuer 1. So, jetzt geht es mir darum, ich möchte auch im Hintergrund Feuer. Also da hinter dem freigestellten Model, da sind schon einige Ebenen vorbereitet. Ich möchte aber hier noch eine Fontäne einfügen. Gehe wieder zurück zu meinem Ordner, suche mir hier mal was Größeres, zum Beispiel dieses Lagerfeuer hier. Das füge ich mir jetzt ein, zoome mich hier mal hinaus, mache das Ganze einfach hier mal größer und sage, bitte hier einfügen. Diese Ebene kommt hinter das Model. So, dann wird hier wieder gerastert, Ebene rastern, Modus negativ multiplizieren. Die Schwarzwertpipetten brauche ich hier nicht zwingend, weil es ist ohnehin hell genug rundherum. Und das Schwarz, das hier eventuell überstrahlen könnte, das sehe ich ja nicht, weil das ja außerhalb des Bildes liegt. So, wenn Sie jetzt im Hintergrund sich befinden und das hier anpassen, um mehr Tiefenwirkung zu erzielen, können Sie dieses Feuer auch unscharf gestalten. Sie haben hier verschiedene Weichzeichnungsfiltermöglichkeiten. Ich nehme hier mal zum Beispiel den Gaußschen Weichzeichner und mache das einmal leicht weich. Wenn Sie hier einen zusätzlichen Effekt noch im Bild haben wollen, dann empfehle ich Ihnen, schauen Sie hier mal rein, Filter, sonstige Filter, helle Bereiche vergrößern. So, hier sind nun die hellen Bereiche vergrößert. Und Sie können hier einstellen die verschiedenen Unschärfe-Effekte sozusagen. Die gibt es hier im Modus Rundheit oder Rechtwinkeligkeit. Der Modus Rundheit ist neu jetzt dazugekommen bei dieser Version von Photoshop. Schaut natürlich dann etwas besser aus als diese eckigen Würfel, die sich da bilden, wenn Sie auf Rechtwinkeligkeit gehen. Sie sehen es, dann wird das hier so eckig. Das schaut eher komisch aus. Ich empfehle also eindeutig, die Rundheit zu verwenden. Wir bestätigen das Ganze hier mit OK. Warten ein wenig. Dieser helle Bereiche vergrößern Filter braucht einiges an Rechenzeit. Sie sehen, so schaut es dann aus. Sie können natürlich hier diesen Gesamteffekt auch noch etwas zurücknehmen, damit es nicht das ganze Bild hier überlagert. Ja, viel Spaß beim Nachmachen.